Guten Abend. Hallo Nico. Hallöchen Löffli. Hallöchen Jarisch. Hallöchen. Ja. Wie geht's euch heute? Wie war euer Tag? Wie war euer Tag heute, Leute? Ich bin noch ein bisschen am Essen. Das Essen ist genau fertig geworden, als ich anfange zu streamen. Na super. Nein. Unpraktischer Zeitpunkt. Du bist auch gerade. Doch ein guter Zeitpunkt. Na, Zufall. Wie war denn euer Dienstag heute? Sag mal. Irgendwie schmeckt das Gericht heute anders als sonst. Schön. Schön und deiner. Meiner war auch ganz gut. Aber ich habe ein bisschen wenig Schlaf gehabt, deswegen habe ich vorhin noch ein bisschen was geschlafen. Aber jetzt bin ich wach. Die Postkarten kamen an. Von mir in die Jacketten Ampfer. Die muss ich noch unterschreiben, dann gehen sie weiter quasi. Das dauert auch ein bisschen, bis sie versendet werden. Ja. Eingabe nehme ich jetzt auf den Datanwagen. So. Wir fangen mit Dungeon Keeper an. Musste nach dem Welsh Quick FN wieder installieren. Und ist gerade fertig Download. Naja. Dann viel Spaß beim Spiel, würde ich mal sagen. Dankeschön. Bei dem Model Mama schreibt mir noch gerade. Deswegen, wir können natürlich chillig anfangen heute, ne? Es sind gerade noch nicht so viele da, so ist kein Problem. Ich glaube, ich muss mal Fenster aufmachen und wieder Heizung ein bisschen runterdrehen. Noch ein bisschen warm gerade. So. Also spielt das jetzt ein Fortnite, Nico? Ja, sie schreit gerade mit mir, weil normalerweise ist sie gerade mit einem anderen Model beschäftigt, ne? Mit meinem Model zeichnet sie gerade nicht, sonst auch kein Model, weil sie war krank für 2 Wochen und muss jetzt ganz dringend dieses Jahr noch ein Model fertig zeichnen. Deswegen mit meinem Model jetzt nach hinten geschoben. Was nicht schlimm ist, ich habe es auch angeboten. Ja, ein bisschen den neuen Lego-Modus, ja, das freut mich doch.
Kam die Nachricht schon rein? Ja. Das ist unsere Süße. Hallo, Way. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Gut, das freut mich aber. Okay, ich verabschiede mich gerade von meiner Model-Mama. Okay. So, Next, dann geht er für einstecken. Hallo, wie geht's dir? So, ich mach mal Kategorie Dungeon Keeper. Wir fangen nämlich damals heute an. Habe ich nicht Bock drauf. Deswegen machen wir das auch. So, die Musik kann jetzt weg. Weg damit. Machen wir mal das Spiel auf. Ganz gut, und dir mir auch. Danke für die Nachfrage. Das Süßi. Miau. James, hier haben wir. Da haben wir das und da haben wir das. So. Ich hoffe, das ist die Auflösung nicht wieder. Ah, ne, ich hab's ja jetzt im. Genau, perfekt. Danke fürs Ehrchen, Crowley. Danke für den Lurky, der Sisi. Dankeschön. Ich gucke über PS5. Ach, nice. So wie es halt funktioniert, ne? Fensteraufnahme. Dann nehmen wir mal das da hier. Das klappt. Okay, da fehlt wohl ein bisschen. Ach, das ist ja 16 zu 9, ne? Oder? Irgendwie. Was machst du für uns Tolles? Wir spielen ein Spiel, Way. Ein älteres Spiel. Habe ich als Kind sehr gern gespielt. Deswegen ich habe mal Bock, das zu spielen. Ne, und das macht. Das habe ich schon mal gestreamt, aber das ist schon ein paar Tage wieder her. Ich muss da eben einstellen hier. Ich bin ja nie vorbereitet. So, rechts, mal gucken. 100. 150. 140. 30. 120. 50. 120 sieht ganz okay aus. Ja, so. So passt's. Mal gucken, wie das in-game aussieht, aber ich glaube, es passt schon so. Huch, das ist ja voll links abgeschnitten, warte mal. So, jetzt aber. Und mal gucken. Brauche ich das vielleicht gleich abschneiden? Ne, brauche ich gleich abschneiden. Okay, dann passt das so. Dann passt das schon so perfekt. Okay. Keeper. Luni, danke fürs Einchecken. Klassiker heute, okay, ja, ein Klassiker spielen, ein altes Spiel. Hola, sind okay? Hallo Luni, wie geht's dir, du Süßi? Ich bin schön, dass du reinschaust. Okay. Ich glaube, ich versuche mal was.
Lass mich mal schnell ein Programm runter. Vielleicht kann ich damit das Spiel Fullscreen machen. Ja, mal gucken, vielleicht klappt das. Hallo Luni, ja, geht uns selbst. Mir geht's ganz gut. Danke der Nachfrage, Luni. Ich hoffe, dir geht's auch bald besser. Aber geht es immerhin eine Besserung von davon von dir, ne? Wenn's geht, dann ist ja okay. Ja. Kept. Next, next, next. So, finish. Okay. Okay, mal gucken. Wenn ich das Spiel jetzt Fullscreen machen möchte mit dem Programm. Dann bleibt es leider ein bisschen, hey, ein bisschen nicht so gut, okay. Dann lieber nicht. Dann lassen wir das. So. Jetzt muss ich es nochmal neu starten, glaube ich. Zack, ich starte mal neu und dann machen wir es ohne. Bin happy, dass sie gefallen hat, was ich für dich gemacht habe. Ja. Alles gut. Ich muss mal. Ich muss mal das Spiel mal neu starten. Dann spielen wir es einfach. Ich spiele nicht Fullscreen, sondern wenn ich Fullscreen mache, dann tut sich die Auflösung meines. Hallo Sammy! Meines Monitors ändern und dann ist alles falsch. Es geht gerade nur da, mit der Mund noch ein bisschen wehtut, ich etwas genervt bin und fast schon wieder auf die Fresse geflogen. Ach, Luni, müssen wir jetzt aufpassen. Nicht so rutschen deine Schuhe oder weswegen fliegst du immer auf die Fresse oder bleibst du immer ein bisschen hängen oder so. Sammy, wie geht's dir denn, du Süßer? Semi. Ja, mal gucken, Games. Hier bei Fixer. Zack, zack. Der Stuhl meines Bruders stand im Weg. Ey, was macht denn der Stuhl deines Bruders auch im Weg? Also ganz ehrlich, ne? Immer diese Stühle, die im Weg stehen. Ey, gibt's doch nicht. Nein, gibt es ablecken, Sammy. Spiel laden. Genau, das letzte Mal waren wir bei dieser Mission hier aufgehört. Müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ich glaube, wir machen mal hier so zu. Eingang wurde erobert. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, wo hier. Ich mach mal schnell. Wie geht es hier, Süßi? Mir geht's ganz gut. Danke für deine Nachfrage, du Süßi. Ich mach mal ganz schnell hier, damit ich schon mal. Da vorne am Esstisch noch etwas Schulzeug machen und bin dann hintergegangen in mein Zimmer. Dummerweise war aber dann ein Stuhl im Weg. Oh Mann, aufpassen, Luni. Ja, aufpassen, ja. Und speichern. Ups. Ja, wir müssen mal gucken, ob hier Wasser ist schon. Anscheinend nicht, da kann ich hier wohl noch hinbauen. Und oder Sammy, genau, Sammy ist auch da. Sammy. Ja, ich bin so, also, ja. Heute bin ich ein bisschen müde noch. Die war schon mal safe hier. Danke für die Headpads. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreatur. Ja, das muss ich. Ich weiß, dass ich Versteck bauen muss. Alles gut. Versteck kommt hier hin. Ein Verstecki-Lecki. So. Danke fürs ehrlichen Kraulilein. Dankeschön. Ihr Süßen. Bam, 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 bam. So, guck mal. Machen wir Versteck hin. Hier machen wir Trainingslager hin. Verknüpft mit dem Gold hier. Weil hier kommt Goldraum hin. Weil hier oben sind diese zwei dauerhaft Goldsparren-Dingsbums. Ein neuer Spruch. Wir machen hier alles komplett auf für Gold. Naja, Versteck kommt noch. Ist alles ruhig, ja, beruhigt euch. Ich baue noch ein Versteck gleich für euch. So. Ich kann mal so eins aufmachen. Hier machen wir so. Und hier können wir auch aufmachen, so ein bisschen so.
muss mit Absicht nicht Gold-Ding bauen, damit ich schnell abbaue. Weil wenn ich, wenn ich ein Goldlager hinbaue und die immer hin und her rennt, dauert das viel länger. Ein Versteck kann ich aber schon mal bauen. Kann ich hier auch schon mal anfangen. Ah ne, hab ich doch schon. Mach ich doch hier unten. Mein Weg los. Nee. Hier kommt Versteck hin. Mein Gott. So. Es ist Zahltag. Ja, ich werde belohnt. Hab euch lieb. Hab dich auch lieb, Semilein. Hab euch auch alle lieb. Danke, dass ihr heute wieder hier seid, ne? Das ist mir eine große Ehre. Und. Wir werden heute ein bisschen Spaß haben. Ich weiß, das Spiel sieht ja spannend aus zum Zuschauen, aber ich mag es. Ich mag das Spiel halt, ne? Knuddel all. Ja, genau. Alle mal knuddeln. Ja, knuddeln. Knuddel. Knuddel alle. So. So, ich hab nämlich das, Training und Fresslager hin. Noch mehr Aufgaben brauchen die auch gerade nicht. Zack, zack. Genau. Hier ist zwar richtig viel Asche jetzt, aber das kann ich selber aufheben. Kommt mal als nächstes Dungeons. Ja, gerne. Sehr gerne. Können wir gerne nachspielen, Jarisch. Nach Dungeon Keeper. Das können wir dann auch mal zocken. Luni hat 2800 Punkte. Du hattest mal so viele. Aber hey, die holst du dir wieder. Nenn dich, das schaffst du, Luni. Demi! 7900 Punkte. Ich sehe ein süßes Kätzchen. Ich sehe einen süßen Soldati. Hallöchen, wie geht's dir? Vielleicht gefällt dir Teil 1. Mir hat es aber erst ab Teil 2 Spaß gemacht. Ich probiere alle aus. Ne? Ich bin da jetzt mal nicht so objektiv. Hab hier mal verdoppeln können. Ja, dann hast du richtig viel Geld bekommen, ne? 100 Punkte gewonnen. Oh. Hättest du gerne mit All gemacht, Sammy, dann wäre es mega reich gewesen. Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir, Süßi? Mir geht's auch gut, denke ich, in Soldati. Schön, dass du wieder reinschaust. Nee, ich lass es lieber, sonst verliere ich nochmal. Dein Quiz einchecken, Soldati. Guck mal, sie macht da schon ziemlich Zauberei hier, ne? Doch, mach mal mal gemütlich. Hier, genau, hier war es. Hier oben an Kreatur, weil ich mich richtig erinnere. Ne? Für mich, genau, die Fetten hier, die sind richtig stark. Da müssen wir auch noch hingehen. Gute Entscheidung und kann es nachvollziehen. Ja. Genau, ich hab jetzt einen neuen, ich habe jetzt die Stream-Elements angepasst wieder. Das Discord sieht jetzt so aus, das Discord-Ding, ne? Ich hab ein bisschen. Plötzlich geht's wieder, ne? Die letzten Tage ging's nicht mehr. Hier beim Teufel, ich weiß. Ja, richtig, ich weiß. Ich mein's jetzt auch nicht, ich mein's auch nicht böse, also wenn du das so meinst, dann, ich mein's nicht böse. Das ist noch Gold. Noch Gold, mehr Gold, mein Gold, mein Gold, oh mein Gold. Hier baue ich überall dann gleich Schatzkammern hin. Oh verdammt. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Ja, kommt dann noch, man. Die sollen mir nicht so rummeckern, ne? Ich bin auch nur ein Mensch. Ich kann auch nur eine Sache auf einmal machen. So, guck mal. Ja, dafür habe ich eine dumme Idee. Die Teufel sind halt echt stark, das kann man schon sagen. Ernähren also, aber da muss ich vielleicht doch mal Gold hinbauen. Mach ich mal hier so einzeln, ob es ein bisschen groß. So, zack. Zack. Ich bräuchte ein bisschen langsam Geld. Aber jetzt haben die schon was. Jetzt haben die aber schon fast alles gebaut, deswegen kann ich es ja machen. Die kommt. Kommt, die kommt. Hier kommt die Hühnerfarm hin, hier kommt der Trainingslager hin. Ist ein bisschen groß, aber hey, ich hab's ja. Luni, was ist los? Oh nein, er hat verloren. Nein, Luni. Nein. Oh nein, Luni. Tut mir leid.
Du hast es aber versucht, mit uns versucht. Leider ist es daneben gegangen. Na. Ja. Und Jarisch. Woher hast du so viele Punkte wieder, hm? Woher hast du so wieder so viele Punkte wieder? Sag mal, hm? Woher kommen die denn? Ja, vielleicht hat Keicho gezaubert, ne? Vielleicht hat Keicho ein bisschen was gemacht. Vielleicht hat Keicho gezaubert. Vielleicht hat Keicho jede Person ein paar Punkte geschenkt. Vielleicht aber nur. Ich weiß es nicht, vielleicht. Meinte Mist nicht F. Achso, alles gut. Das sieht sie. Ein neuer Spruch wurde erforscht. So, jetzt müssen wir noch trainieren. Danke, du hast was abgeben. Ja, also Trainingslager mit Magier. Perfekt. Genau, ich brauche größeren Schlafraum. Die merken das schon die ganze Zeit. Hier machen wir so einen kleinen Abschnitt für das da hier auf jeden Fall. Das sollte eigentlich reichen hier. Ja, das passt schon. Ja. Ich habe das letzte Mal vergessen, aber das geht. Dankeschön, Kurumi. Du bist auch mega cutie. Ich habe jetzt neu drei trainieren wir. Wir brauchen nur sechs hier oben. Drei trainieren wir. Oh ja. Oh ja, komm her. Trainieren. Aber instant trainieren. Und direkt Speed geben. Ihr müsst trainieren, Leute. Ja gut, kommt ihr den Instant auch mal Speed geben. Damit auch mal schneller trainieren. Schneller Level 3 Imps und gute Imps. Wer ist noch langsam? Der da. Sehr gut gemacht, trainiere. Die sind nämlich sehr stark. Eisenjungfrau, genau. So heißt es. Die sind nämlich sehr stark auf der hochgelevelt. Ab Level 7 oder sowas sind die sehr stark. Und hier war auch irgendwas. Genau, ne? Hier draußen ist mega die Party und sowas. Wir müssen uns gar nicht kümmern um die Gegner. Weil die zwei Gegner hier werden sehr oft auf dieser Map von den NPCs gekillt. Man sieht schon hier so ein Level 10er, ne? Ein Level 10er Ritter, der die gerade hier wegklatscht und das versucht. Aber die meistens bei dieser Map sind diese zwei Gegner nicht das Problem. Die werden oft von den NPCs schon gekillt, die hier spawnen. Ne? Und die Map ist auch gar nicht so einfach, glaube ich. War es so. Deswegen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ein Drachi nehme ich immer gerne. Ich habe schon nichts zu forschen, krass. Ich habe jetzt aber leider keinen Platz für das da. Hier so ein bisschen halt. Hä, was ist noch recht? Achso, weil das so wenig Platz ist, ne? Was machst du da eigentlich? Du sollst trainieren gehen. Was? Trainieren. Training, los. Hab euch auch lieb. Ja, bei der Wahl habt das. Also, alles gut. Ich kriege meine Punkte wieder hoch. Waren ja nicht viele. Ja, das stimmt. Aber Punkte sind Punkte, Luni. So, aber ein bisschen mit aufpassen. Weißt du was? Ich mache hier alles auf. Scheiß drauf. Ist nicht so wild. Einen brauche ich mal ganz kurz von euch. Der ist mal hier. Weil ich mache einfach so ein riesiges. So ein Workshop hin. Um noch mehr Geld zu bekommen. Hab euch alle lieb. Hab euch noch mehr lieb. Momentan bin ich ein kleines Unglückskind. Nein, bist du nicht, Luni. Du bist ein Cutie-Kind. Nein, ich bin kein Troll. Nein, danke. Trolle weg. Die sind schwach.
Alle drin gehen los. EI-Catch zerstört wieder die Dungeon-Ästhetik. Ich möchte nur Waifus haben. Nein. Das ist kaputt. Ist das kaputt? Das Prime-Zip ist kaputt, ne? Das muss ich mal fixen, glaube ich. Das Prime-Zip ist kaputt. Ja, ich habe das nicht testen können, weil es natürlich erst funktioniert, wenn ich online gehe. Das mache ich mal ganz kurz, weil die müssen eh trainieren. Ich meine damit die Mauern um die Räume. Ach so, ja. Ach so, ja. Ja, ich weiß. Aber ich meine dazu, ich kann nicht weiter rausgraben. Sonst kommen die Gegner rein vielleicht. Und ich muss irgendwie den Workshop hinbauen. Ich mache mal ganz kurz Team Elements. Ich guck mal ganz kurz, ob ich es fixen kann. Oben hat es ja geklappt, ne? Genau hier. Ich muss das so auch so hinbekommen. Also oben ist ein bisschen zu wenig Leerzeit. Also das Last muss noch rein, ne? Irgendwie. Das machen wir ganz schnell. Damit wir beim nächsten Mal sehen, ob es geklappt hat. Bei. Genau. Chatbot. Timers. Hier, dann. Hier muss noch mehr Leerzeile hin. So vielleicht. Mal gucken, ob es dann klappt. Beim nächsten Mal. So. Na doch, ich bin ein Unglückskind, sonst wäre ich ja nicht gegen eine Tür heute in der Schule gelaufen. Ja, aber Luni, das ist ja nicht, das hat nichts mit Unglück zu tun, ne? Du bist aber ein bisschen tollpatschig, was nichts Schlimmes ist. Ne? Also alles gut, Luni. Okay, ich habe noch eine Idee zu einem Dungeon-Krieg bei irgendeinem Spiel, jetzt kann ich dir auch Empire empfehlen. Kannst du sehr gerne im Spielevorschläge reinschmeißen, genau so heißt das. Genau so hieß das. Ja, zack, zack. Die Imps sind Level 3, dann tauschen wir die jetzt aus. Wir gehen gegen die 3 nicht Level 3. Wo seid ihr? Da ist ein Imp. Und da ist ein Imp. Wo ist der letzte Imp? Ich hab 3 reingeschmissen, Leute. Imp? Da. Dann nehmen wir jetzt 3 weg. 1, 2, 3. Trainieren die 1, 2, 3. Und Level 3. Level 3 Imps können sich verschnellern. Und dann bekomme ich mehr Geld schneller. Schönen guten Abend, Cage und Chat. Schönen guten Abend, Ronny. Wie geht's dir denn, du siehst? Cage, okay, soll ich Empire. Ja, sollst du machen, sonst vergesse ich's. Ja. Ich spiele Vorschläge gerne ins Discord reinschmeißen. Sehr gerne. Ich glaube, ich habe schon alles. Nee, habe ich noch nicht. Das Ding ist zu klein hier, ne? Da komm, ich mach alle Wände weg, egal, scheiß auf Wände. Wer braucht schon Wände in seinen, Trollen wollte ich jetzt nicht haben, tut mir leid, Trolli. Aber Trollen sind nicht so stark, ne? Ich weiß, du bist ein bisschen böse, aber es ist leider so, dass Trollen nicht so stark sind. Gut wie immer. Das ist super. Eigentlich mag ich nicht mehr als 10 zu haben hier, mehr als 8 zu haben, weil man nicht 8 mit einer Hand aufheben, nicht mehr als 8 aufheben kann. Guck mal, die sind voll am Fighten, ne? Man kann ja sehen, was mir blüht, wenn ich rausgrabe. Guck mal, der kloppt da einfach. oh mein Gott, ey. Das ist eigentlich so toll. Und das Ding ist, das ist ein Ritter, ne? Und Ritter haben so eine scheiß Hitbox. Guck mal, der trifft die gar nicht. Das Problem ist, er heilt sich aber immer wieder. Die kriegen die nicht tot. Das ist eine Endlosschleife hier irgendwie. Der trifft ihn einfach nicht. Der hat High Ground, minus High Ground. Abgesehen von den komischen Rückenschmerzen, ja. A good old trouble stream, matching a stream, farm point, matching floppy stream, cool, lurk while playing. Ah, nice, nice, nice. Sehr, sehr, sehr gut.
Imba-Imp, ja. Ist aber das Problem bei diesen Rittern. Ne? Die Ritter haben immer so ein Problem, dass die eine komische Hitbox haben, warum auch immer. Das ist normal. Ich glaube, ich mache den mal schneller. Ich glaube, nicht zu lange mit den Typen. Weil ich verliere gerade Geld. Obwohl ich hier so 3 Level 3 habe, bekomme ich nicht genug Geld rein. Um alle trainieren zu können. Ich nehme den Eintracht doch mal rein und lasse ihn mal hier so mit drin arbeiten. Aber ich glaube, ich nehme mal so ein paar Magier raus, die Level 5 war am besten. Und mache erstmal ein bisschen weniger. So. Weil ich möchte eigentlich die. Nur die müssen eigentlich hochgelevelt sein, dann bin ich ja schon stark. Ah, es geht doch nichts über Emote-Mixes. Genau. Cabo hat der schöne Emotes. Ich hab Cabo. Okay. Er hat fertig gebaut. Ein größeres Versteck kann ich mir gerade nicht leisten. Tut mir leid. Aber mehr als 8 Magier will ich echt nicht. Wenn dann noch ein Mistress mehr, aber Magier reichen mir so. Ich sagte, Magier reicht. Oh, okay, ich dachte schon. Eine Tür wird hergeschrieben, schnell machen, schnell verkaufen. Mein Geld geht Neige, Neige. Mein Geld geht zur Neige. So. Doch noch ein paar viele, die leveln gerade, habe ich das Gefühl. Ich mach die Drachen mal raus. Und doch mal alle Magier raus. Dass nur die 13 leveln. Wie sind es also die 12 leveln? Ne? So, alles aufmachen, wir brauchen keine Wände. Wände sind was für Dungeon Keepers. Ich bin ein Freilaufkeeper. Aber es geht ja. Wie war denn euer Dienstag an die vorher nicht dabei waren, als ich die Antwort gefragt habe, so rum? Ach, war mir so dumm, ne? Die können auch einfach hier reingehen. Ach man, nicht dumm. Die können auch hier ein bisschen arbeiten für mich. Können die das auch? Nee, die können das nicht. Magier können das nicht. Die sind da zu dumm für. Aber die Drachen können da rein. Der hat Hunger. Wir arbeiten. Genug Hunger. Bitteschön. Reiner. Jetzt reicht's um Geld, ja genau. Habt ihr beiden letztens auf Cabos Discord einen Mordkampf gemacht? Und kam mir so. Nee, weil. Hallo Foxy, du siehst, wie geht's dir? Letztens war. Ist neu, dass Twitch uns mehr Emotes gegeben haben. Deswegen habe ich ja gerade so viele Emotes auf Twitch, ne? Das haben wir neu gemacht. Und ja. Dann wollen wir mal zeigen. Wie kann die schon Level 9 sein? Nee, oder? Nee. Nee, die war Level 3, oder? Die waren nur zusammen, ja. Die waren nur zu 2 Level 3, Level 5 waren zu 2 zusammen oder sowas. Dann sah das wieder Level 9 aus. What the fuck? Ich dachte schon. Hey, Level 9 schon krass. Das wär krass gewesen. Warum ist denn der mit Dreier dran? Ich hab's eigentlich nur gemacht fürs später. Aber habe ich hier schon die. Genau, die eben sind auch Level 3. 1, 2, 3. Da kommen jetzt die restlichen drei Level einer Ims. 1. 2, 3. 1, 2, 3. Und jetzt habe ich nur noch Level 3 Ims hier abbauen. Das ist schon mal sehr gut. Und die Ims da drin lasse ich jetzt mal Level 10 werden oder sowas. Mal gucken. Ja. Ich sammle mal Zeug. So, ich muss aber ganz dringend Geld kommen. Ich glaube, ich mache mal hier vorne noch mal so eine kleine Fressbude hin. Damit ich mal so weit rennen müssen. Trinken! Okay, Foxy. Na, wie geht's dir steht? Mir geht's ganz gut. Mir geht's hier, Foxyline. Lass mal jemand durstig. Nam, nam, nam. Wolf, vielen Dank fürs Einchecken, du siehst. Wie geht's dir? Wie war euer Dienstag? Also so ein nackter Dungeon. So ein nackter Dungeon einfach. Oh, guck mal hier. Liegen einfach 35.000 Gold rum. Lul. Habe ich die ganze Zeit liegen gelassen, als ob. Brauchen ein größeres Versteck. Habe ich gerade gemacht.
Dann kann ich das hier noch vergrößern. Dann kann ich das hier vergrößern. So. So, passt dann so auch erstmal. 20k von den 500k habe ich schon mal. Du meinst die Kanalpunkte, ja? Geil. Ja, schön, schön. Mir würde es besser gehen, wenn ich nicht immer versuchen müsste, die Games allein zu carryen. Kenne ich aber, Wolfi. Versuch mal wirklich bei den da auf der Lane, wo du merkst, die carryen, auf diese Lane bleibst du quasi babysitten, damit die nicht gekillt werden, noch stärker werden. Und alle anderen einfach mal ignorieren. Bam bam. Okay, mal gucken, ob ich 30.000 Gold halte oder verliere. Mal gucken, ob ich jetzt noch mehr zum Training schicke oder nicht. A2 oder Aurelion auf Mitte ist ein bisschen schwer. Das stimmt allerdings, ja. Ich dachte, du spielst Jungle. Friss und geh weiter. Aurelionimus. Also so viele von diesen Jungfrauen, ne? Bei mir 600 Kanalpunkte hier von 500.000. Das wird noch, Ronny, du schaffst das. Ich glaub an dich. Wir können ruhig, ja, ich kann doch mal ruhig ein bisschen. Eine Falle wurde hergestellt. Nein, Foxy, die Punkte, nein. Blockiere die. Dann siehst du deine Schnellpunkte. Die sind immer noch am Fight, what the fuck? Das ist wirklich endlos. Ist der immer noch an den Imp dran oder was? Der kloppt immer noch auf den Imp rum. Die kriegen den gleich tot, weil der so dumm ist und nicht trifft. Wie lustig ist das denn? Normalerweise sollte der Ritter diesen hier töten, aber die Drachen leveln gerade auf, weil die so lange auf den einen, die waren von Level 5, die Drachen. Was ist denn das? Richtig lustig. Lol, als ob die den besiegen, weil er nicht trifft. Was ist denn das für ein Troll? Und was geht hier ab? Hier ist noch alles friedlich wohl. Ich glaube, der Ritter sollte eigentlich beide zerstören, ne? Ich glaube, der Ritter sollte beide zerstören, aber er ist gerade ein bisschen verbuggt hier, der Ritter. Guck mal, er trifft die einfach nicht. Nur, ja, schnell heil den Ritter. Kann ich leider nicht. Oh, ich kann was machen. Ich habe nicht genug Geld dafür, scheiße, ich habe nicht genug Geld dafür, aber... Rein theoretisch. Kann ich ihm wirklich ein bisschen helfen? Ich könnte dem Ritter helfen. Verdammt. Verdammt, ich war zu langsam. Ich hätte den Ritter vielleicht ein bisschen wegscheuchen können, damit er eine andere Position einnimmt. Aber hey, so ist es spannender. Wir haben dann zwei Gegner zu besiegen. Nicht nur den Ritter. Geil. Ja, gut, es sind noch andere Gegner, die spawnen nach der Zeit. Aber die Autogrammkarte von Bell ist heute in der Post gewesen. Fehlen nur noch eine von Kate und Cabo. Dann wäre das Trio zusammen. Meine Postkarte könnt ihr am Weihnachten gewinnen. Ich mache eine Weihnachtspostkarte. Mhm. Alter, plötzlich habe ich 8 von denen. Warte. Das ist eine Trollenplage hier langsam. So. Aber es gibt mir Fallen, die Fallen geben mir Geld und das ist was Gutes. Ja, ist auch schön, wenn es angekommen ist. So, jetzt habe ich hier so eine große Ebene. Das reicht auf jeden Fall. Noch mehr Schlafplatz nochmal machen. So, da können sie auch nicht meckern. Ja. Das Ding bei Dungeon Keeper. Du hockst jetzt halt gefühlt eine Weile. Und musst dann eine Kreatur leveln, bevor du rausgehst.
Nun, einen schönen Bilderrahmen dafür habe ich mir heute schon mal gekauft. Also sieh, danke schön, dass du darauf so Acht geben willst. Das sind ja genau 6 Stück. Also das Gold hält sich auf jeden Fall. Oh, noch mehr von euch. Oh, so viele von denen macht das Level sehr gut. Das Problem ist halt, dass die auch irgendwann mal leveln müssen. Sobald die Level 7 sind, können die sich selbst verschnellern. Ne? Die ist Level 7 geworden, perfekt. Die ist Level 7. Aber Level 7 leveln die schneller. Das ist sehr gut. Ich müsste mir mal einen Bilderrahmen für mein Zertifikat kaufen. Nein, für die Postkarten. Das ist viel wichtiger als das Zertifikat. Übrigens zeichnet Niji Cat nochmal eine Postkarte von uns dreien. Ja. Niji Cat macht eine selber gezeichnete Postkarte von uns dreien. Und die verlosen wir natürlich auch nochmal. Sehr wahrscheinlich. Oh, die gehen hier hin, das ist nicht gut. Ich muss hier mal einkreuzen, damit die hier hingehen. Das ist ein zu weiter Weg. Die müssen erstmal hier voll machen. Jetzt. Ja, selbstverständlich, ja, genau. So muss das. Die Drachen können auch hier schon arbeiten, los. So. Rollfallen sind sehr stark, aber können auch den eigenen Monster zerstören aus Versehen. Deswegen dann damit immer ein bisschen vorsichtig sein. Eine Tür wurde hergestellt. Eine Tür wurde hergestellt. So, guck mal, wir haben schon richtig viele, die hoch sind, ne? Rein theoretisch, wenn alle Level 7, 8, 9 sind, dann reicht es eigentlich schon. Zum Gewinnen, glaube ich. Oh, ist falscher Zauber. Die Low-Level mal nochmal boosten hier, damit die schnell leveln. Level 3, Level 5, Level 6, Level 3. Level 3. Oh, sehe ich erst jetzt, dass ich einen Dampflok vor meinem Namen habe. Ja, vom Hype Train. Danke nochmal für die Unterstützung, Leute, ne? Danke nochmal dafür. Ihr seid alle super lieb und super nett. Bam, bam, bam. Das ist einfach voll lustig hier, ne? Dass die den Ritter einfach gekillt haben. Das Problem ist, sie können jetzt mega sich hochleveln, die beiden. Und da sind sie auch nochmal ein starker Gegner. Das ist einfach voll randomized, was hier passieren kann eigentlich. Als Kind habe ich nie verstanden, wie sowas passieren kann. Aber ich glaube, ich speichere es. Wir gehen mal raus. Wir gehen mal raus. Es könnten Gegner kommen, die mich reinlaufen. Ich glaube, ich bin stark genug, weil ich möchte hier die Teufel hier drin haben. Oh, das war schnell, das war schnell. Und diese Imps lasse ich mal so höher werden lassen. Und dann ruhig. Danke für die Headbats, das denke ich schön. Das war tatsächlich ein bisschen kitty. Genau, hier kann man nicht durch, leider. Weil hier kommt man ins neue Gebiet rein. Ja. Aber wir sind, glaube ich, stark genug, um Gegner abzuhalten von mir. Ich meine, wir haben so viele von denen hier, die so stark sind. Aber erst ab Level 7 sind die stark. Das ist ein kleiner Nachteil von denen, aber dann werden die Broken stark, finde ich. Das Gute an denen ist halt, die haben Fernkampfangriffen, die sind schnell, die laufen rückwärts, während sie attackieren und viele Gegner kommen nicht hinterher. Der einzige Counter so wirklich sind Bogenschützen. Aber die kommen sehr selten nur dran im Spiel. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Ja, ich werde in Vergessenheit geraten, ja, bla bla. Ich glaube, ich hole die doch mal raus und dann können die da hinten nochmal das Gold abbauen.
Level 5, ach gut, Level 5 bei uns reicht ja erstmal so, zack, zack. Zack, zack. Oh. Gut, ich hab, gut, dass ich Level 5 Imps, gut, dass ich Level 5 Imps habe, weil die machen die Imps fertig. Ich level nochmal, 3 Imps hoch. Hier, okay, 4 Imps. Die dann nochmal hochleveln können. Und ich mache... Ich glaube, ich mache mal Level 10er hier hin, der hier beschützt. Wo ist die, wo ist mein Level 10er? Da. Ein Beschützer, ein Beschützerin mache ich hier hin. Komm her. Komm her. Komm her. Quasi mit so einem Posten hier, zack. Damit die Imps hier nicht in die ganze Zeit rein gehen. Also Zahltag, deswegen haut's ab. Zahltag. Immer wollen sie Geld. Immer wollen sie Geld. So, wunderbar. Okay, sie passt jetzt hier auf, damit die Imps hier nicht reinkommen. Ich verstehe die Monster. Ja, Geld, die wollen auch Geld haben. Und Jarisch möchte echt auch Geld haben, aber keine Sorge, Jarisch, ich bin kein vieler Streamer. Ne? Ein Tipp bekommt ihr aber Geschenke als Mod. Als Mod. Viel verstohlen zu Cash und Schatztruhen. Nee, aber wir kriegen Mods auch was Schönes. Zack, 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 hier schön mal hier alles kaputt machen. Okay. Die macht das hier schon, die saved hier. Die einen, die macht das schon, die schafft das. Ja, also wirklich. mein Gott. Die Teufler holen wir uns, die leveln wir auch hoch. Weil die sind halt krass, die Teufler. Noch ein bisschen hochleveln hier. Den schneller leveln lassen. Level 9, perfekt. Sobald der Level 7 sind, leveln die sehr schnell. Weil die noch schnell sind. Weiß noch jemand? Okay, so, passt. Okay, passt. Nico, danke für den Anlauf. Wir kommen zurück. Machen wir fix einen Tee. Meine Stimme lässt mich ein bisschen hängen. Alles gut, eine gute Besserung, Jarisch. Ich wusste, dass du krank bist, ne? Ich hoffe, dir geht's bald besser. Eine Falle wurde hergestellt. Habe ich nicht gerade eben Flammen gehört? Habe ich mich mal verhört? Da habe ich mich verhört. Ach genau, ich glaube, was passiert ist, wenn der Ritter schafft, Balle zu töten, dann spawnen Gegner, weil die beiden tot sind, die richtig stark sind. Ich glaube, so war das. Ja, das ist gute Besserung. Ja, gute Besserung, ja, auf jeden Fall. Eine Falle wurde hergestellt. Können wir hier mal schnell das ummachen, kann ich hier mal ein Goldlager hinschmeißen. Zack, 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 zack. Zack, so. Ist gut, dass ich jetzt rausgegangen bin, sonst hätten die Gegner den geholt, die zwei Teufel da oben. Das kann ich natürlich nicht zulassen. Und was ich noch will, ist eigentlich hier das Ding. Ich hoffe, das haben sie nicht geholt. Wobei, nie, das ist nur ein... Ich dachte, da wäre ein Ding drin gewesen. Eine Falle wurde hergestellt. Ein Level-Up-Ding. Ja, dann hat er das nicht. Ich glaube, ich nehme mal kurz einen Imp, Leute. Oder so einen Troll am besten. Und laufe mal den Weg entlang. Den Wasserweg. Um mal so ein bisschen zu erkunden. Die Map aufzudecken.
Normalerweise machen das immer. Ich habe Kaffee hier, ja. Gameware-Süßi, willkommen! Hast du es geschafft? Wir erkunden mal so ein bisschen mit dem Troll. Der heißt da Fitch. Danke für den einen Pedicurie. Winnicht's fear hot to am 18 Uhr gestartet und get jetzt langsam zu Ende bin jetzt hier Kiko too hard too. Ich versteh's nicht, warum der auf Englisch ist. Ich hab den extra auf Deutsch eingestellt. Vielleicht muss ich einen neuen TTS raussuchen. Aber Weihnachtsfeier hatte um 18 Uhr gestartet und geht jetzt langsam zu Ende. Bin jetzt hier. Willkommen, willkommen, Gamey. Ich bin froh, dass du da bist. Und hier ist also auch nichts. Okay. Dann kann der auch zurücklaufen. Ich glaube, sonst ist nichts Besonderes. Genau, den brauche ich da hinten. Komm her. Komm her. Geh mal bitte, genau. Genau, geh mal holen da den Teufler. Und danke für den einen Biddy Gaming. Schon fast 200. Schon fast 200 Biddies. Na, Teufel ist ganz stark. Den kann man immer gebrauchen. Oh, hab doch mal eine. Level 10er. Und noch eine Level 10er. Danke für die 95 Biddies, Ronny, du Süß. Dankeschön. Danke für die. Mir war mal eben so. Kiko to poke. Dankeschön für die 95 Biddies, ihr Süßen. Dankeschön für die Unterstützung. Danke, Ronny, aber es ist ja nur die Stimme, die etwas zum Krächzen ist. Sonst alles gut. Ah, okay. Aber immer trotzdem alles gute Besserung, trotzdem. Ich glaube, die sind bald alle Level 10, ne? Na, dann haben wir noch ein Level 6er dabei, verdammt. Level 6, der muss noch sterben hier. Ich meine, nicht sterben, sondern groß werden. Der muss noch groß werden, die restlichen passen. Soll ich mal hier in die Mitte reingehen? Danke für die zwei Biddies. Genau, fast. Korrektur jetzt nicht fast 200 sondern 200. Mann, warum ist der auf Englisch? Ich hab's auch auf Deutsch gemacht. Aber vielen Dank für die zwei Biddies, Herr Sisi. Genau, jetzt hast du das Recht. Jetzt sind es 200. Bam, 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 bam. Wir gehen mal hier rein aus Spaß. Ich speichere aber vorher. Nicht, dass wir noch hier. Nehmen die Trolle dafür. Mittlerweile bekomme ich sogar Geld. Ich mache, ich trainiere die Drachen mal. Noch dazu extra. Weil langsam bekomme ich ja Level 10er. Und die machen ja nichts mehr. Die können auch nur trainieren langsam. Ah, okay, hier sind Gegner drin. Das sind übrigens Imps, die angreifen können. Das sind so Zwerge. Und du musst da nicht mal rumhängen. Oh, noch ein paar viele hier. Aber die klatschen nicht schon weg hier. Bam, 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 rein da. Genau, ihr macht mal die Tür auf da. Perfekt, da, Mente. Okay, wunderbar. Warum sind die jetzt gestorben? Ich hab vergessen, das Gefängnis anzumachen. Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine. Ich hab vergessen, das Gefängnis anzumachen. So. Die Orks habe ich nämlich hingemacht. Brauche ich aber auch nicht. Ich nehme mal die. So. Die sind ja. Ich hoffe mal keine Fallen gleich direkt. So. So, mal gucken. Gleich kommen die anderen. Rein da. Oh, ich habe Skelette bekommen. Alles klar, sehr schön. Skelette für mich. Ja, hier soll ich hier auch machen. Ich soll die
Leichen mitnehmen, so. Warum sind hier Imps? Was wollen die hier? Warum sind hier feindliche Imps? Was wollen die von mir? Giftige Giftgasfalle ist hier. Ja, miau you. Das ist sehr schön hier. Ich glaube. Ja, ich glaube nicht, dass ich das hier zulassen kann, Leute. Dass ihr mir die Priesterin da klaut. Die brauche ich selber. Dankeschön. Die sind auch nicht ganz so. Wobei die sind nervig, weil die rumschieben. Ey, ihr Frauen! Ihr sollt mir Platz lassen für die Folterung hier. Ups, tut mir leid. Wer war schuld? Zack, zack. Eigentlich will ich ja keinen Impf zu haben. Die können von mir auch sterben. Ah, weg mit euch. So. Machen wir mal ein paar hier hin. Und ein paar da hin. Ja! In meinem Dungeon sind neue Kreaturen, ja. Passiert manchmal. Ah, die sind da zu schwach für, Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Bibliothek ist zu klein. Aber die machen die platt. Ey, nicht hungrig sein. Angriff. Ein Widersacher wurde davon verzeugt. So. Mach mal da auf, bitte, Dankeschön. Hier ist ein Level Up, das ist sehr gut für mich. Danke für die 95 Bitties, Ronny. Hat dich lieb. Danke für die Panzers. Dankeschön für die Unterstützung. Ja, nicht im Fallen. Skelette sind immun gegen die Fallen. Oder? Ja. Immun. 85, ja, danke schön für die Unterstützung. Wir machen mal eben. Warte mal, aber die schaffen nicht als alleine hier. Und sich mal eben helfen lassen, so. Bei Gas hätte auch Teufel. Ja, hätte ich auch. Aber die Skelette sind auch immun gegen, aber. Die sind nicht so. Du dummer Imp. Weiß ich, level die Imps hier mit Mühe hoch und die verrecken mir alle weg, ey. So. Ach ja, genau. Echt Frauen, ne? Die wollen immer die Frauen wollen gefeuert werden anscheinend. So. Baue ich nochmal hier ein bisschen größer bauen. Ich habe jetzt Skater jetzt. So, zack. Von mir aus mal ein bisschen größer noch. Damit die auch Spaß haben können. Damit die auch wieder Spaß haben können, so. Ich glaube, hier war nur Sichern drin, bis auf eins, was ein extra Level ist. Ne? Ich glaube, hier war alles nur Müll drin, bis auf eins oder zwei Sachen. Aber sonst alles voller Fallen.
Ganz ehrlich, das lasse ich einfach. Ich lasse es weg. Wo fighten die gerade? Wollen die schon sterben oder was? Aber ganz ehrlich, Leute, ihr sollt trainieren gehen und nicht faulenzen. Falsch. Training, Training. Okay, ich glaube, die sind alle bezählt. Komm, Leute. Die haben jetzt keine Chance mehr gegen uns. Die machen sie platt. Wir machen sie einfach platt jetzt. Ich habe so viele Zähler von denen. Die haben keine Chance. Sag ich euch gleich. Was macht ihr da? Den Level 8 nehme ich da gerne. Ich speichere vor ich aber trotzdem nochmal. Die nehme ich gerne mit, also. Ja, Imps gehen direkt rein. Wir haben das hier schon. Platz, zack, rein da. So, weg. Hier aufmachen. Weil die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh nein, die haben fallen. Ich hab zwei verloren. Ich hab leider zwei verloren durch diese Falle hier. Aber ich meine, Verluste sind Verluste. Wo sind die anderen? Hallo? Frauen? Frauen. Guck mal, was die machen hier. Ich glaub, das hat er nicht kaputt. So, rein da. Bam, 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 bam. Die haben alle mit 10er Drachen. Ich wünsche, man könnte sagen, geht nur auf das Dungeon Hard. Die dekorieren doch nur den Kelcho hier. Ja. lustig. Ein paar viele Gegner, die was sie haben. Aber ich kann hochfallen. So, gewonnen. Oh, ich hätte vielleicht hier ein paar mitnehmen sollen, weil es war gute Level 10er gewesen. Aber ich sag mal so, solange ich die habe, reicht mir das eigentlich. Wir haben ja erobert? Ich dachte, hier kommen noch mehr Gegner. Ich dachte, hier kommt noch viel mehr. Das war's schon? Okay, krass. Wir gehen nochmal gucken, was hier drin ist dann. Ich dachte, hier kommen noch mehr Gegner. Egal, dann haben wir es schon geschafft. Was? Ich gehe mal hier rein, einfach, ich glaube, sie verrecken. Ich will wissen, ob hier wirklich nur. Ob hier wirklich nur. Was für ein schönes Gemetzel am Abend, die Aaron, ja. Ich frage mich, ob da wirklich nur die versteckte Map war oder ob da auch das Mitnehmen war. Das ist meine Frage. Sichern. Ja, hier war alles voll sicher, bis auf einer. Hier verborgene Welt, ich wusste es doch. Gibt es hier kein Mitnehmen-Ding? Oder muss ich ihn erst finden? Vielleicht hier unten? Guck mal, wie unten das ist. Bestimmt hier unten. Den hole ich mir. Nehmen wir uns auch so eine schöne Level 10 Jungfrau mit. Eine Falle wurde hergestellt. So. So, und dann hier reinbohren.
Dann hier vorne durch und das Ding holen. Komm, los. Ihr habt euch in ein neues Gebiet. Mann. Rein da. Ich weiß, dass eine Falle drin, aber ist mir egal. Ups. Aber bam. Und die Trolle noch. Wunderbar. Oh nein, die sind gestorben. Ja, hallo. Genau, danke schön. Ja, Ture. Mit Transfer, genau. Ob jetzt da noch Feinde sind. Eieiei, was wollten die alle von mir? Mal Drachen, Drachen können sich heilen. Drachen? Oh, komm, Drachen verloren. Ich hab eben. Egal, die könnte ich auch rein, die könnte verrecken. Wenn die Fallen auslösen hier. Komm schon. Eure Bibliothek ist zu klein. Noch einmal, oder? Noch einmal anscheinend. Ja, okay. Gut, dann können wir das mitnehmen, nehmen wir die Jungfrau mit und dann nächste Area. Wählt eine Kreatur, die ihr in das nächste Königreich mitnehmt. So soll es sein. Inkwe. Untergebenen erreichen ihr Versteck nicht. Gremium interno. Ein Eingang wurde erobert. Ich mach mal Radau hier, hallo. Ich bin auch da. Ja, komm, Level 8 da. Was will der machen? Klopp, 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 klopp. Kloppen wir doch direkt weg hier. Komm her. Rein da. Instant beenden. Ach, noch einer? Krass. Wo kommt denn der her? Ja, die ist ein bisschen stuck hier in dem kleinen Raum. Hallo, hallo, greetings from Gili, das ist mein Game, ist mein Favorite. Hallo Nacho, wie geht's dir? How are you? I'm glad you're here. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Let's go. Na, wunderschön, wunderbar. Funktioniert doch. Eure Kreaturen werden angegriffen. Und meine Freunde laden mich mal wieder zum Arkspin ein. Warum müssen wir alle gleichzeitig Urlaub haben? Naja, dann, ich wünsche euch allen einen schönen Stream und bis zum nächsten Mal. Alles klar, Ronny. Danke, dass du da warst und wir sehen uns beim nächsten Mal, ja? Wisst ihr was? Wir können auch mal kloppen hier. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So, mal gucken. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So, klein haut's hier. Ich kann mal hier ruhig alles klein schmeißen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So werde ich bei ein paar anderes im Steam ignoriert werde, komm ich halt wieder hierher. Lulu, du bist hier mehr als willkommen, ne? Ich gebe immer mein Bestes, dass ich niemand ignoriere, ne? Also wenn ich mal irgendjemand überlese, dann bin ich echt lost, weil ich versuche jeden einzelnen durchzulesen. Und herzlich willkommen zurück, Lulu. Ich hab das schon gewonnen? Das war's? Aber ich noch so viele Sachen, ist noch was?
Warte mal, ist hier oben vielleicht? Untergebenen sind nicht in der Lage, zur Schatzkammer zu kommen. Ja, komm, merkt mich nicht jetzt hier. Ich sehe Kreaturentransfer, da gehen wir da hin. Jetzt habe ich schon gewonnen. Ich dachte, ich komme doch mehr, weil die Map so groß ist. Aber die denken wir nicht damit, dass ich da direkt eine Level 10 Jungfrau mitnehme, die da weghaut alles. Aber ich dachte wirklich, das wäre zu größer. Dann mach ich mal hier auf, die wenn die Hordis böse sind, dann macht die Jungfrau sie halt fertig. So ist auch egal. So. Heute kannst du ja lang wach bleiben, oder freue ich mich aber. Ich streame ja heute auch lang für euch, weil gestern war kurzer Stream, das tut mir immer leid, wenn ich nur ein paar Stunden streamen kann. Deswegen machen wir heute wieder bestimmt so 10 Stunden. Ja, für euch. Damit ihr auch alle einschlafen könnt. Ach hier, okay. I have to go in there. Weiß trotzdem, dass du wieder zum Einschlafprogramm bist. bin ich sehr gerne. Ui, was kommt denn da rein? Zum Glück habe ich hier Level 10er. Samurai mag ich auch sehr gerne, aber die sind halt schwächer als die, Dingsbums. Ne? Die sind halt schwächer. Deswegen nehme ich lieber die mit. Dam. Okay, perfekt. Ich will den Kartentransfer bekommen. Wenn ich nicht bekomme, ist halt so. Ist halt ein bisschen lame, glaube ich. Aber, ey, du, wenn es funktioniert, ne? Ich meine, warum soll ich mir schwerer machen, als es ist? Ja, ärgerlich, ja. Autsch, du siehst sie. Da ist meine Begierde, da oben rechts. Da links und rechts muss ich nicht gehen anscheinend. Ja, sollen sie doch ärgerlich werden. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Also wenn ich anfange rumzuzicken, ne? Dann mache ich euch alles los kaputt. Eure Kreaturen werden. Ja. Alter, ich mach euch kalt. Hab dich lieb, Cat. Hab dich auch lieb, Luni. Hab dich auch lieb. Und ja, ich habe auch schon gemerkt, dass viele Streamer, die machen das unbewusst halt, ne? Aber ich achte immer gut drauf, dass ich, für euch so gut wie möglich da bin. Ich meine, ich streame ja für uns und für mich. Und nicht, nur um hier zu zocken. Ne? Ah, das ist eine Scheißwahn, die viel zu fett ist. Wo ist denn eigentlich das? Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ja, aber wieso bekomme ich keine Leute rein? Wieso kriege ich nicht mehr Fähigkeiten, mehr Leute? Mehr Leute brauche ich. Na egal, wir warten noch, bis das Ding kaputt ist und das Ding geht weiter. Ist noch voll viel Geld. Nimm das Geld. Ich weiß, brauche ich nicht mehr, aber trotzdem. Geld ist Geld. Diese Hornies, ne?
Vielleicht kloppen sie den Magier klein. Aber ich glaube, da war nichts hinter. Da ist keine Falle hinter. Eine Rollfalle und nichts. Okay, ja gut. Dann tue ich die auch dahin schmeißen. Sorry, ich sollte gerade noch mal kurz zur Feier gehen, mein Vorabwandlungsgeschenk abholen, war 4 Minuten weg. Was hat ich verpasst? Du hast gerade eben 50 Bot-Rates verpasst, 300 Bot-Angriffe und 50, nein, Spaß. Du hast nur verpasst, wie ich den Gegner hier easy mit der Level 10 weggeklatscht habe und direkt die Map gewonnen habe. Sonst nichts. Ich warte es nur, bis die Wand kaputt geht, um das Ding zu holen. Das ist Kreaturklon. Das ist nicht mitnehmen. Wisst ihr was? Ich gehe aber weiter. Gut, dass ich noch kein Mod bin. Sag, ich gehe einfach weiter. Scheiß drauf. Irgendwo gibt es da bestimmt was. Aber ich denke mir halt so, damit die nächste Map wieder ein bisschen langweilig. Tap, tap. Ja, Luni. Genau, dann machen wir diese Map hier jetzt normal. Ich guck mal, ob ich das schaffe. Bisschen nicht gerade, aber egal. Level 10 nimmt. Lass Level 10 nimmt aber genug. Ihr geht hier gerade. Das Gold einnehmen. Behalt euch. Wenn ich schnell genug bin, kann ich das komplette Gold abkapern. Na du Cutie, hallo Xune, wie geht's dir? Oh nein, 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 ich bin eins zu hoch. Verdammt. Ich muss nochmal neu laden. Ich bin eins zu hoch, verdammt. Nein. Wie geht's dir, Cutie Xune? Ich speichere mal hier. Oder ich schalte diese Goldquelle hier. Ich nehme nur die mit. Und ich mache hier so eine kleinen Schwenker so. Und so. Mal gucken, ob das klappt, wie ich das mir vorstelle. Dann tue ich den Typen hier oben, der hier irgendwo ist, mal vom Gold abzwacken. Okay, geht nicht. Außer vielleicht. Guck mal, hier unten ein bisschen runterbauen. Dann hier nach oben. Ich versuch's mal. Ich guck mal nach, wie es hier aufgebaut ist. Hier ist Kreaturklon einfach drin. Wo ist mein Level 10 denn eigentlich? Level 10 auf Angst, okay. Okay, ein bisschen tiefer graben, ich muss hier drunter gehen. Und dann kann ich hier das Ding wegklauen. Und hier dasselbe, ein bisschen tiefer. Und dann sollte es klappen. Ja, okay, das klappt dann hier. Mein Geschenk ist ein Amazon-Gutschein, gleich mal checken, wie viel Wert er hat. 2,50 € für eine Pringles-Packung. So, jetzt sollte es aber ohne Probleme klappen. Bam, bam, bam. Und hier machen wir auch mal so einen Schlenker nach unten. Scheiß noch das Gold hier. Wir machen Schlenker nach oben, aber ganz knapp dran. Und bauen das sogar hier so ein bisschen ab, damit ich noch ein bisschen Platz hab. Und dann sollte es ja eigentlich passen. Okay, ist auch ein neues Gebiet. Mann! Jetzt kommt mir auch der Gegner an, oder was? Ich gucke dann Livestream und Champion League und Bier und Chips. Ja, guck mal an. Hört sich doch nice an. Vielleicht aber kann ich auch hier stehen bleiben. Vielleicht ist hier nichts Böses. Ich guck mal. Vielleicht kann ich auch so lassen, wie es jetzt gerade offen ist. Außer es kommen jetzt halt Gegner an. Das wäre ein Problem. Nicht, aber hier. Ich muss hier gerade bauen eigentlich. Ich wette, es geht irgendwie, dass man das abzacken kann. Neues Gebiet.
Vielleicht aber auch nicht, vielleicht haben sie daran gedacht, dass es nicht funktioniert. Wir machen mal so weiter jetzt. Um Gold zu lagern. Ja, Gold lagern will ich noch nicht. Die soll jetzt mal abbauen. Aber ich kann schon mal anfangen, hier das aufzubauen. Für Schlafplatz. Mal ein paar mehr Imps. Und hier oben ist ganz wichtig, dass die hier schon mal arbeiten. Ne? Weil hier, wenn der hier reinkommt, hier muss ich ganz schnell diesen Ding hier safen wenigstens. Und das hier wäre auch nice gesaved. Aber ich habe das Gefühl, dass das nach oben geht, zum Gegner. Vielleicht, okay, das ist okay. Zum Safen. Ja. Okay, die machen hier schön weiter. Kann schon mal hier anfangen. Also so viele brauche ich jetzt hier nicht. Ich brauche erstmal jetzt safe, Leute. Zum Safen. Der kann mal hier hin. Na, dann passt es erstmal, glaube ich. Und die zwei mache ich jetzt hier hin. Und dann passt es erstmal. Dann soll es eigentlich hinkommen. Ich glaube nicht, dass es so schnell zu Gold gräbt. Oh, das hier wird ein Problem. Ich sollte hier alle rüberbauen. Wird ein Fehler jetzt sein, weil ich jetzt nicht weiß, ob hier ein Hohlraum ist. Ne? Wunderbar. Bei meinem Gold kann ich nicht safen, deswegen soll ich das Geld gut auch safen. So, okay. Okay, dann nehme ich mal alle hoch. Ihr macht da, du machst da, du machst da, du kannst hier machen. Du machst hier so ein bisschen, du machst hier links. Du machst hier, ihr macht beide, mach mal hier. So, irgendwie muss ich die Wand schnell safe, alles ist gerade die Prio. So, das reicht. Sehr gut. Oh, die Safe noch, die machen das. Unlock, bin weg vom Einkaufen. Willkommen zurück, Wolfilein. Willkommen zurück. Wie, was hast du denn schon gekauft? Hast du mir was mitgebracht? Ich hoffe mal. Ja. So, dann können wir schon mal anfangen, Slot abzubauen. Wieder 2, 3. Wenn ich aber anfangen kann. Viecher zu leveln hier, ne? Hey, warte mal. Da unten, das ist der falsche Wand. Die Wand muss nicht gesaved werden. Na klar, habe ich was mitgebracht. Kicks und Waffles. Ja, sehr gut, sehr gut. So mag ich mein Wolfi. Ah, hier, zack. Da unten fehlt noch was. Ja, wir haben schon unsere ersten paar Magier gekrallt.
Ich mache einfach hier so ein Riesending. Ja. Ich mache einfach hier so einen Riesenraum. Mit einfach allem, was wo alles drin ist. Ich weiß. Brauchen ein größeres Versteck. Ja, ich soll nicht nerven. Ich soll einfach mal ein bisschen zusammenkuscheln. Ich muss das Problem mit Kuscheln. Also ganz ehrlich, Leute. Mach mal hier Fresssack hin. Und dann hier die Levelkammer. Ja, guck mal, da kommen die ersten Gegner. Kann es sein, dass hier gar kein Gegner ist, mit dem den Eingang nehmen will? Das scheint mir gerade so, ne? Wie es aussieht, kommt da kein Gegner, der den Eingang will. Ich mach schon mal hier rein. Dann kann ich schon mal leveln. Perfekt. Dort muss auch gesaved werden, oder? Die kommen gerade Gegner und die ist noch nichts gemacht. So. Und dann auch noch so ein Pixel. Hier ist alles dicht, hier machen sie jetzt gerade dicht. Das muss nicht dicht gemacht werden. Und der macht unnötige Arbeit. Okay. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Wo? Wo? Oh. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem da unten, die Leveldinger. Oh, Zeittag, oh, die haben mich trainiert wegen Zeittag. Oh, sie kommen und das sind Level 5er und 3er. Na, mal gucken, was das wird. Mal gucken, wenn ich die Priesterin tot bekomme, dann könnte es funktionieren. Ja, mal gucken. Auch die Priesterin. Ah, okay, der Dicke, der Teufel könnte. Oh, der Teufel macht die platt. Der Teufler. Der Teufler will 1. Alter, der Teufler. Krass. Ich hab Vertrauen, dass sie das schaffen. Vielleicht könnt ihr auch noch das hier safen, ne? Wir versuchen es jetzt mal weiter. Ich muss nur schnell trainieren. Ich habe ja den Verschnellerungszauber. Wenn ich schaffe, die doch plus 5, Level 5 zu bekommen, dann könntest du noch hinbekommen. Danke für die Headpads, Wifi-Line. Machen wir so. Dann machen wir das hier so. Dann machen wir das hier so. Und dann kommt hier unten noch so ein Goldraum hin. Vielleicht nicht ganz so geil direkt neben dem Gegner hier eigentlich. Aber was soll's. Der Goldlagerraum ist ein bisschen klein für was für das unendliche Goldding, aber es reicht. Ja. Ja, reicht. Man könnte hier noch abbauen, so ein bisschen. Ja, hallo, ihr sollt nicht forschen, ihr sollt leveln. Leveln ist gerade wichtiger als forschen. Okay. Ihr wollt Stress? Dann kriegt ihr Stress. So, ihr habt keine Chance gegen mich.
Was ist das Ziel in dem Game? Eine bestimmte Anzahl an Runden geben oder wie genau? Nee, du hast einfach nur eine Kampagne, die du quasi durchspielst, ne? Und die Level werden quasi immer schwerer. Ne? Das Ziel ist einfach, die Gegner zu besiegen, die auf dem Level kommen, deine Einheiten zu trainieren. Geh doch heilen. Komm her. Ja. Genau. Okay. Und damit nicht Ewigkeiten rumrennen, habe ich auch hier mal ein Goldding hin. Ein größere davon. Weil ich trotz allem ein bisschen was brauche, nehme ich meine Level 3 Drachen und zum Lesen. So, mach ich mal hier eine Bücherei-Area hin. So. Ich weiß ja, ich tue immer alles aufreißen. Es sieht nicht mehr wie ein Dungeon aus, aber komm. Magier trainieren. Hier alle trainieren. So. Alles in der Dungeon, genau. Ach, Wolfi. Bam, guck mal, so eine Bücherei hast du noch nie einen Dungeon Keeper gesehen, oder? Hier neun, da und da neun, neben dem Dungeon Keeper Herz. Dungeon Herz, das hast du niemals noch nie gesehen, so ein Ding. Mehr brauche ich eigentlich nicht mehr, Ims. Ja, Wolfi. Cutie. Ich weiß, das Game ist nicht das Spannende zum Zuschauen, aber ich wollte halt mal wieder geguckt haben, geschaut haben, gespielt haben. Komm, machen wir einfach. Wir haben ja unendlich Gold, also es passt eigentlich. Ja, feierisch. Also Super Mario Sunshine werden wir auch noch spielen. Keine Sorge, Leute. Nee, du König. Ach, ich glaube, ich habe zu viel Chips gefressen heute. Guck mal, die Ästhetik. Es sieht doch schön aus. Guck doch mal, wie das aussieht, Jarisch. Es sieht doch gut aus. Du hast hier so... Das Dungeon hat das hier so einen riesen Bauch, ne? Mit, und hier hast du so einen Hügel. Ne? Ist doch krass, ist doch sehr geil, ist doch sehr gut. Ich find's passend so. Der Kiri. Ich will eigentlich so schnell wie möglich, ich mach mal hier. Ich soll mal so schnell wie möglich, ein Dungeon muss nicht symmetrisch sein. Chaos ist ja genau richtig. Genau, Chaos Dungeon. Die Magier sind mir egal. Die Magier können sowieso nichts. Die Teufel sind auch sehr starke Kreaturen. Die halten viel aus, die machen AOE Damage und hauen auch sehr stark zu. Das ist richtig krass eigentlich. Die Drachen sind gute Tanks, sie heilen. Die kann man auch gut gebrauchen. Ich will eigentlich ganz schnell das Gefängnis haben, damit ich mehr Gegner bekommen kann. So, mal hier anmachen.
Alter, immer wollen sie Geld haben, weißt du? Eieiei. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Ja, die paar Level 5. Jawohl, ganz schnell. Hier so aufmachen, zack, und dann noch hier, zack, zack, und los geht's. Ihr könnt kommen. Ich kann euch jetzt haben. Komm her. Ja, guck mal, wie die sich fertig machen hier. Null Chance. Nimm die mal mit hier. Das Ding ist, wir haben noch nicht die Folterkammer. Ich kenne das Herz. Das Herz ist zwar hier, oder? Was ist das hier? Ich glaube hier rechts. Hä? Warum laufen die jetzt raus? Ach, weil das Gefängnis, glaube ich, zu nah am gegnerischen Ding ist, ne? Ich muss das Gefängnis hier weiter reinbauen. Glaube ich zumindest. Dann mache ich es hier hin. Eure Kreaturen haben ein mysteriöses, magisches Kästchen. Wohin rennt der? Ja, mach den mal platter. Ein magisches Kästchen? Verborgene Welt finden. Wo kommt denn das her? Wo kommt denn das Ding her? Ein neuer Raum ist sehr gut. Dann kann ich jetzt die... Ich lasse die Drachen finden, die Magen finden und da oben versauern. Hier, zack. Weiter Kammer. Perfekt. Ja, richtig, ich kann in der nächsten Runde mal einen schöneren Dungeon bauen. Oh. Was wollt ihr von mir? Weg hier! Das Problem an den Teufeln ist, dass die nicht immer... Wenn die von Gift sterben, dann kann ich die nicht behalten, so gesehen. Was der Nachteil ist, ein bisschen. Deswegen möchte ich auch die Drachen nicht töten. Nee, Herz war doch hier. Verdammt. Naja, dann werden es halt, dann muss ich ja Tünchen nehmen. Den Tief will ich gleich. Da mache ich ein Skelett draus, aber Skelett ist ein Scheiß. Lieber ein Watch Time. Ein Tag, 7 Stunden Game mehr. Schön, dass du da bist. So, machen wir hier größer. Ach, als ob der... Ach, mein Gott, egal. Ja, komm. Als ob er überlebt hat. Ja gut, dann kannst du die Tür hier aufreißen von mir aus. Mach mal. Sehr gut, da ist irgendwas. Auf jeden Fall sind da Bogenschützen. Bogenschützen sind sehr gut und stark. Die will ich auf jeden Fall haben. Ich hoffe, die Drachen schaffen die. Auf jeden Fall, sonst sind sie eigentlich schaffen, aber... Das sind da Bogenschützen. Aber hier ist ein kleiner Raum, die können nicht so gut wegrennen vor denen. Okay. Bogenschütze, sehr gut. Trainieren. Sobald du hochgeheilt bist. Von mir aus woanders hingehen. Ups. Sie müssen mal eben helfen. Die Drachen sind halt sehr langsam. Okay. Huch, das ist ja kaputt. Der ist weggestorben. Upsi. Weg ist er, egal. Soll ich Vampire machen? Komm, ich mach Vampire, oder?
Level steigern, sehr gut. Nur ein paar Insta-Folgen. Eure Kreaturen wurden mit Erfahrung gesegnet. Dann kann der Typ nochmal hier aufreißen. Ich hoffe, ich soll mal ein Level up drin. Also Level 3 ist ja schon nice, ne? Ja, du, dich will ich auch haben. Du schicker Bogenschütze, du. Ist ein Quincy. Scheiße. Alles daneben gehauen. So, jetzt. Okay, alles klar. Da war wohl eine Falle drin. Da war mal eine Falle drin, oder ja, ist eine Falle drin. Guck mal, hier kann er noch den kaputt hauen. Ah, ich glaube, ich nehme gleich mal eine. Ey, du bist so dumm, ne? Warum rennst du auch da rein? Das Dame, wie lange wir es einchecken, Gesüßi. Herzlich willkommen. Du Cutie, speichern kann ich hier sogar, ja. Danke für die Headpads. Ui, das Dummy. Ein Widersacher wurde davon. So, genug gespammt. Vom letzten kannst du gerne noch öfter spammen, ne? Das weißt du ja. Sind die auch alle drin? Ja. Trainieren. 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 So. Und alle mal verschnellern. Nee, braucht ein paar Punkte für die Postkarte. Ja, das stimmt allerdings. Aber das Ding ist, du musst ja nicht gewinnen, ne? Wir kommen zurück, Kurumi. Die Postkarten verlose ich ja sowieso. Also könnt ihr die ja sowieso gewinnen. Nur die Person, die einlöst, die bekommt die Postkarte zu 100% natürlich. Der bekommt sie immer. Wie geht's euch beiden denn? Euch allen und so, ja. Aber wann? Sobald es eingelöst wird, ne? Die für Kanalpunkte, die müssen erstmal eingelöst werden. Da gebe ich den Auftrag, was ein paar Wochen dauert. Ja. Letzte Karte bekam ich leider nicht. Welche letzte Karte das da, Ami? Wenn eine Karte nicht ankommt, müsst ihr mir Bescheid geben, ne? Wenn irgendeine Karte nicht ankommt, müsst ihr Bescheid geben, dann schickt mir eine neue los. Welche Karte kam nicht an? Die von mir und Chiro oder was? Dann gibt es eine Lead-Karte von Keisho. Wenn jemand das requestet hat, dann ja. Wenn ihr 3 drauf wart, habt ihr leider nicht gewonnen. Ah, das meintest du. Okay. Aber keine Sorge, das Dami. Die Postkarte wird noch öfter verlost werden. Ne? Keine Sorge. Die wird es nicht nur jetzt geben. Die wird es nicht nur jetzt geben. Keine Sorge. Naja, die braucht erstmal Geld. Oh Mann, ey. Die wird euer Geld, immer Geld wollen wir haben. Dann ist die nächste Verlosung, sobald alle Zeit haben, darf ich vergessen, dass Nietzsche und Ampha sehr busy sind, ne? Die haben nicht immer Zeit. Deswegen war es eigentlich schon eine ziemliche. Ein ziemliches Glück, dass sie am Sonntag Zeit hatten, weil das ist nicht selbstverständlich bei den beiden. Die Anfang zum Beispiel konnte nur, weil jemand abgesagt hat an den Tag. Also, ne? Der Ritter kommt? Oh, verdammt.
Ach du Heilige. Du lässt die Tanks rein. Schön auf die Magierin. Ach du Heilige, ist ja richtiger Krawall hier. Na, schön die Magierin töten schnell. Der Ritter kommt einfach schon. Aber das Gute ist, die haben keine Chance gegen mich. Melon, Hallöchen, wie geht's dir? Ja, so eine Lead-Karte könnt ihr gerne requesten dann. Ist ja kein Problem. Ne? Wenn ihr sie wollt, dann kriegt ihr sie. Ui, Jungfrau, komm her. Und dir übrigens auch, bedanke ich für eine Nachfrage. Ich habe das Königreich erobert. Dabei sind noch 10.000 Gegner, die hier rumrennen. Ich habe eh gewonnen. Wenn ich meine Einheiten verlieren sollte, können wir ja können wir einfach gehen. Wir gehen einfach mal, hier lagen, killen die Gegner mal. Ich muss doch was sein. Und mitnehmen oder sowas. Mir geht's auch gut, denke ich, in der Nachfrage. Falls ich nicht geantwortet habe. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Huch! Ich dachte schon. Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Wieso sind die weg alle? Das sind Level 10er. Okay, Level 10er ist da. Krass. Nicht so viel leid, wollte ich dir schon lange mal sagen. Kann man in den Stream sein, weil der schulisch gerade unterdrückt. Merlin, alles okay. Ne, also, wenn du gerade nicht da sein kannst, dann musst du dich nicht entschuldigen für. Ich bin ja froh, dass du überhaupt reinschaust generell. Ich möchte wissen, ob da was irgendwas ist, deswegen will ich mal hier rumlaufen. Was zu mitnehmen oder sowas. Also du musst echt nicht nicht entschuldigen, ne? Ist alles gut. Ich weiß ja, dass ich jeder immer Zeit haben kann. Sichern brauche ich jetzt aber nicht, du. Hast du schon Dungeons 4 gespielt? Nein, habe ich noch nicht. Ich spiele jetzt erstmal Dungeon Keeper und danach wird Dungeons 1, Dungeons 2, Dungeons 3, Dungeons 4, aber es dauert eine Weile, weil ich habe für Dungeons 4 noch ganz viele andere Maps von Fans, die ich noch spielen kann. Ne. Deswegen dauert es auch ein bisschen, was das angeht. Ach, guck mal, hier sind sogar Bogenschützen Level 6er, lul. Die man mitnehmen kann, rein theoretisch. Die sind aber einfach instant verbarrikadiert. Und sind dann, ich glaube, wir sind aber nicht drauf. Wir gehen weiter. Hallo Ladypuff, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Und das damit einen Punkt verloren. Oh nein. Ja, Cutie Fluff. Ich bin die Fluffy. Cutie Fluff. Luschenreich. Luschenreich, als ob. Alfonsi, du Cutie. Wie war das Level nochmal? Ich erinnere mich wenig. Ich versuche einfach mal was. Ich versuche mal.
hier komplett rumherum zu kommen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber ich möchte das Ding haben, wenn es funktioniert. Das will ich haben. Oh, ich hör ja aber schon was. Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, ich muss damit zufrieden sein, was hier ist. Erstmal Map quasi angucken. Ja, 360 Punkte. Ja, hier ist ein neues Gebiet. Okay. Dann laden wir. Geh mal geradeaus hoch. Hallo. Okay. Dann guck mal, ob ich das Gold hier safen kann irgendwie. Und dann gucken, ob das da mich. Ja, ich hatte auch Slots. Slots für was, LIFUF? Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegeben. Hm. Ein Skelett, den nehme ich gerne. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegeben. Okay, sind anscheinend nur Skelette. Ein neues Gebiet vorgegeben. Und das. Okay, das ist gut, das ist gut. Um Punkte zu gewinnen. Man kann Gamble All machen bei mir. Das kann man machen. Ausrufezeichen Gamble All oder Ausrufezeichen Gamble Punkte. Wie viele Punkte du auf. Ich glaube, hier ganz oben ist nicht so gut, dahin zu gehen. Uiuiui. Hier auch nicht. Das ist einfach verdoppelt, als ob. Ich weiß auch nicht. Okay, das ist schlimm anscheinend. Das ist schlimm, oder? Welches Level haben die? Vielleicht schaffen die die. Jawohl, ja. Einfach mal geboren. Na, okay, wir sind noch ein paar viele. Dann mache ich es anders. Die dürften das Gold direkt abbauen. Und ich gehe nur dem Gold entlang. Bis auf das Ding. Ich glaube, hier ist er nicht gut. Ihr habt euch in ein neues Gebiet. Genau, neues Gebiet ist okay. In eurem Dungeon sind so. Neue Kreaturen. So dürfen die. Versteck für eure Kreaturen bauen. Und solange das Gott nicht aufheben können, also kein Gold Ding da ist, tun sie auch schnell abbauen. Dieses Game mit All traue ich nicht mehr. Nein, mach's doch nicht. Es ist Whisky. Es ist sehr Whisky, Leute. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. So. Dann machen wir das sonst so. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal hier nach links und rechts hier weit. Einfach dicht. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Dann habe ich, glaube ich, Ruhe schon, ne? Ruhepott. Mach hier verstecken. So, mach hier so ein Versteckraum für Jahre, damit er in Ruhe leben kann, weil das jetzt sich einen Raum macht. Und hier mache ich Raum pressen und trainieren. Euren Imps keine oder auch weiteren nicht. Aufgaben geben. Ach, komm. Imps! Ihr habt nicht genügend. Okay, da kommt schon ein Gegner, der Probleme machen will, sehe ich gerade. Also muss ich mich mal kurz beeilen. Der kommt von links, der wird erstmal hier kommen. Oh Gott, da kommt auch einer. Okay. In eurem Dungeon sind jetzt neue Kreaturen. Wenn Level sich traut, Gamble All zu machen, Respekt. Ja, ne? Der hat am meisten Punkte. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller arbeiten hier. Oder doch nur das Weiche wegbauen. Das wird ein bisschen nicht mehr machbar sein, leider.
Oha. Das wäre schon krass eigentlich, aber... Nein, die Fuff! Ihr habt nicht genügend Gold. Beeilung, wir müssen hier schnell safen. Dort müssen wir auch safen, Leute. Aber jetzt geht's natürlich. Oh Gott. Leute, hier, hier. Ne, beeilt euch. Nein, ach Gott. Nein. Okay, das muss ich schneller machen, Ja, Pleite. Genau, Pleite. Dann tue ich doch nur das Weiche wegmachen, bis nach oben, bis zum Gold. Weil durch Gold kommen die Gegner ja nicht. Mache ich quasi so bis hierhin. Das gleiche mache ich hier auch. Und konzentriere mich erstmal darauf komplett. Hier auch bis hierhin. Zack, zack. Und hier mache ich aber ganz schnell so. So. Mal ganz schnell neue Imps bauen. Die schon mal. Hier anfangen können. Genau. Ein Versteck für eure Kreaturen bauen. In eurem Dungeon sind jetzt neue Kreaturen. Ja, neue Kreaturen, das ist sehr schön. Oh, ist hier. Habe ich jetzt weggegraben? Nee, okay. So, okay. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Komm her. Wo sind Imps, die unnötig rumlaufen? Zum Beispiel hier. Imps. Hier bitte. Da oben einer. Dam. Da. Nee. Nicht da, sondern da. Genau. Und hier habe ich auch nochmal welche. Einer da, einer da. Okay. Und dann sollte ich es auch hinbekommen. Zeitlich. Endlich hier, Leute. Hier ist nicht so wichtig, Leute. Wobei, doch eigentlich schon. Doch. Okay. Ist auch wichtig hier. Ich mache gerade ein paar so viele. Ich möchte doch ein paar hier haben. So, okay. Dann lasse ich die erstmal das Zeug safen gehen und dann können wir weiterbauen. Okay, dreimal hintereinander Gamble geschafft mit 2x50 und eigentlich, wie lange geht es noch gut? Oh nein. Ja, 50% Chance ist ja, glaube ich, ne? Bin wieder weg. Okay, der Lieferhof, danke, dass du da warst und viel Spaß dir noch, ne? Bam, bam. Bam. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ey, ihr sollt hier safe nicht wegrennen, Leute. Und hier fehlt noch ein Platz. Gameware Lost. Ja, zum Glück hast du dich Game mit Eul gemacht. Hast du das vergessen, Lady Puffy? Hast du vergessen, so einzuchecken? Danke für die Headpads, danke schön. Ich wusste es gut, dass es nur 50 Punkte gemacht hat. Ja, das war sehr gut.
So, wir können ein bisschen anfangen, Gold abzubauen. Ihr habt nicht genügend Gold. Ich 4 machen. So. So ist okay. So, so. Dich zu streichen, dankeschön. Das freut mich. Dass du mal zurückgekommen bist. Danke für die Paddies. Hab dich ganz toll lieb und viel Spaß, was auch immer du jetzt machen gehst. Ne? Viel, viel Spaß. Hier. So, ich glaube, ich bin jetzt gut aufgestellt. So, jetzt kann ich gehen. Okay, dankeschön. Ich mache hier schon mal eine kleine Kammer hin für die Goldlage. Das ist eine Minikammer. Ja, Versteck, Versteck, Versteck. Die können mal 3 Sekunden ohne Schlafen auskommen, oder nicht? Eieiei, ganz ehrlich. Hier mache ich dann mal die wie vorhin auch. Das soll echt reichen. Luxi, wie meinst du, wie geht's dir? Das ist easy. Wenn du so reinschaust. Wie geht's dir stets? Ja. Mir geht's recht gut und dir? Mir geht's auch ganz gut. Danke der Nachfrage. Autsch, 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 autsch. Guck mal, wie schnell ich jetzt war, ne? Ich hab ja alles fertig gemacht, bevor wir überhaupt angekommen sind. Hab heute den Coca-Cola-Truck aus der Werbung live gesehen. Echt? Krass, das habe ich noch nie gesehen. Richtig cool. Und hier sollten wir mal langsam hinbauen. Ich glaube, ich mache so einen seitlichen. Ey, wenn die weniger fressen würden. Beta sind im Discord. Nice, das gucke ich mir später an. Sehr cool. Das glaube ich, dass das schön war. Das ist eigentlich schon krass, ne? Wenn man durch diese Weihnachtswerbung früher immer Cola mit Weihnachten verbindet, ne? Dabei hat Cola mit Weihnachten überhaupt nichts zu tun eigentlich, ne? Voll krass eigentlich. Und ab 11.24 gibt es endlich Pfand auf Dosen bei mir, endlich Dosen sammeln. Geil. Dann viel Spaß am Dosen sammeln. So kann ich schon machen. Alter, das geht mir auf den Sack, oder was? Das Coca-Cola hat den Weißmann so, wie wir ihn kennen, erfunden. Ja, ne? Ich denke schon irgendwie. Irgendwie schon. So, zack. So, Spinnen sind ganz nice, die sind stark. Hier müssen aber langsam mal das Ding eingenommen werden. Ja, ja. Hier war grün durch Cola rot geworden. Echt? Cola hat den wirklich erfunden. Echt? Das ist ja cool. Einfach Weihnachten erfunden. Ui. Was ist hier unten eigentlich? Ich sehe doch gar nichts. Nicht so symmetrisch genug, also wenn wir so machen. Zeittag auch noch, mein Gott, die wollen nur Geld, die wollen immer Geld. So, aber jetzt können sie jetzt mal in Ruhe abbauen, in Ruhe trainieren, das passt. Ui, ja, sehr schön, die Teufler kommen. Ach, verdammt, ich hab's falsch benutzt, ach, verdammt. Nein, weg mit euch. So, jetzt. Der läuft einfach nur.
So, wunderbar. Huch. Nochmal einer, perfekt. Aber ist doch schön. Teufler! Immer nur schlafen wollen sie, immer nur schlafen. Aber genug Geld habe ich schon mal gesaved. Nach da oben kam ich jetzt noch nicht. Aber das ist ein sehr sasser Stein hier, ne? So, 3 sind schneller als 2. Hier ist auf jeden Fall ein Goldproblem. Dann ruhig nochmal hier ein bisschen abbauen hier. So. Ja, ich brauche schon 2 Stunden Dungeon Keeper. Ich glaube, nach dem Game, nach dem hier, geh mal zu Sunshine rüber, ne? Und der Zwerg hat einfach ein Kennzeichen aus dem Burgenland, Bundesland in Österreich. Das ist, der ist auch weit gefahren, ne? Der ist ganz weit gefahren. Okay, so. Ey, trainieren! Das ist direkt die Teufel mit trainieren, die sind nämlich auch ganz stark. Außerdem haben die direkt fressen nebenan. Naja, Bürgertag ist ca. 3 Stunden von mir. Ah nein, das ist ja gar nicht so weit weg. Warum hab... Hey, bin ich lost oder so? Warum ist sie... Alter. Gibt's ja nicht. Aber ja, Geld habe ich genug. Ein Magier war klar, dass er kommt. Da sind eine Menge Gegner draußen. Ich komme gleich wieder, ich muss sowieso erstmal hier ein bisschen leveln. Genau, für die noch nicht gehört haben, die Postkarten von da unten kamen heute an, ne? Ich bin ja da. Ich muss unterschreiben insgesamt 50 Stück. Wir verlosen, glaube ich, 30 oder 35. Mal gucken, wie viele. Also 5 haben wir verlost gestern. Vorgestern. Gestern? Vorgestern? Vorgestern. Also keine Sorge, jeder hat eine Chance zu gewinnen. Das wird auf jeden Fall kein Problem sein. Dann und dann. Drei könnten wir schon mal hier anfangen. Drachi, du sollst trainieren. Nicht faulenzi.
Balababam. Die Spinnen können höchstens, weil Spinnen auch relativ okay eigentlich. Aber die können, glaube ich, oder? Die können immer drin arbeiten. Die Skelette. Die sind nicht so stark. Aber auch nicht auf Level 10. Es geht eigentlich, aber so krass sind die nicht. Ich hätte gerne ein paar Käfer noch gehabt, zu den Spinnen. Aber Käfer bekomme ich wohl keine. Leider. Ich würde dann hier, glaube ich, aufmachen, wo mein Trainingslager ist, wenn dann reinkommt, dass die immer direkt weggehauen werden. Aber ich mache erst auf, wenn ich die Folterkammer habe und den Gefängnis, ne? Ist ja klar. Sehr schön. Na komm, beeil dich. Trainieren. Wie die immer zum letzten Eck rennen müssen, um so ein Haus zu bauen. Das ist immer so. Ja, komm. Einer. Und hier mache ich, glaube ich, Folterkammer und Linkskammer hin. So. Folterkammer und Gefängnis, komm da hin. Neuer Raum, perfekt. So, wunderbar. Ja. So. Boah, ich sag mal, die decken sich langsam, ne? So, wie sehr schnell sind wir jetzt mittlerweile mit euch allen? Wo seid ihr hin? Ach, ihr zahlt da wahrscheinlich, ja, hab ich gerade gehört. Dann rennen sie immer bis da ganz oben hin. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Als ob ihr ein größeres Versteck braucht. Guck mal, da ist ein Platz drin. Was wollten die von mir? Ach Mensch, was mache ich denn da? Zurücken immer. So, jetzt reicht's aber. So, ihr müsst alle herkommen, trainieren. Ihr müsst alle trainieren. Der Puma. Ja, kommt auch gerade so. Die beiden Magier kommen zurück. Perfekt. Ich glaube, ich kann. Komm, ich mache jetzt. Die Magier auch noch hier rein. Die sind ja stark genug mit Level 4 und 3 gerade. Ich glaube, die schlagen die gerade weg hier, ne? Ah, okay. Die wollen wohl nicht gestört sein, okay. Ne, dann. Lass mal die da drin, machen die Magier wieder rein. So. Wohin gehst du? Du willst so ein Häusle bauen wollen sie? Komm, wir gehen einfach rein da. Speicher. Wobei, nee, ich muss noch warten, bis ich den Ding hab. Stimmt ja. Ich muss aber warten, bis ich Gefängnis hab. Sagen kann man hier reinschmeißen. Ein neuer Raum wurde erforscht.
Ja. Ein neuer Raum. Dauert nicht mehr lange, dann gehen wir weiter. Ich hoffe, dass es nicht zu weit. Ich glaube, ich denke mal, dass es nah genug dran ist. Dass sie nicht rausrennen, die Gegner. Vom Gefängnis. Hast du Hunger oder was? Du bist schon der Rache, du kannst 3 Jahre ohne Essen auskommen. Bitteschön. Ach Mann. Nein. Ach, komm. So, jetzt aber. So. Einkommen. Alle rein, dass es so viel wie geht. Wir wollen das Level beenden, damit wir Dankschein machen können. Handwerkskammer. Das der nächste Raum ist es. Wir haben eh bald kein Geld mehr. Wobei 100.000 noch, aber ihr wisst, was ich meine. Zum Abbauen. Ja, die sind jetzt nicht mal stark hochgelevelt. Natürlich kommt zuerst das Ding. Bitteschön. Größeres Versteck gemacht. Ab in den Trainingsraum. Ja, endlich. Komm, Dankeschön. Ich geh mal raus. Da kommen die ersten Opfer. Wunderbar. Ich hab die extra weggenommen, dass die nicht sterben vom Gift. Weil ich die schon behalten will eigentlich, Leute. Und da haben wir schon das Gegenstück. Lass mal nehmen's in Ruhe. So. Schön füttern. Oh, die habe ich verrecken lassen. Ich sollte vielleicht eine größere Hühnerfarm hinbauen. Ach komm. Mann, dann habe ich jetzt viel Leben verloren. Ah, die schaffen das nicht alleine. Ich muss die da holen. Ich brauche die hier. Die machen das. Ja, aber die können jetzt mal ausruhen hier. Hier schon mal voll dann. Genau, perfekt.
Die anderen Einheiten sind nicht stark genug, um die zu besiegen. Das müssen die sein. Dann kriege ich halt nicht alle von denen. Also jetzt kommt der Level 8 einmal hin. Immerhin der Level 8 hat überlebt. Ich krieg die halt nur, wenn die von einem Schlag sterben, nicht von einem Gift-Hit. Ist halt so. Okay, komm her. Ein bisschen Low-Level, ne? Alle so ein bisschen Low-Level, die Viecher. Als ob jetzt Zahl kommt. Achter. Okay. Ja, Geist ist auch nicht so schlimm, wenn ich einen Geist bekomme oder nicht. Ach, warte mal, ich mach das Spielerraum ist mal größer hier. Zack. Zack. Mehr Hühner, mehr Leben. Niang. Na, jetzt geht wieder vom nächsten Gegner runter. Ob es jetzt im Endeffekt Blätter werden oder Geist oder sowas. Ne. Geist ist nicht stark, aber komm an. Zwei von euch. Ja, die gebe ich ein Special Trainingsblatt, damit nicht gestört werden. So. Was ist denn hier los? Das sind Bogenschützen, die will ich ja eigentlich schon haben. Es sind ein paar viele Viecher hier drin, leider. Den. Die Bogenschütze hätte ich schon gerne eigentlich. Naja, achso. Der ist schon alt. Das sind eine Menge Chicken, damit kann ich die auf jeden Fall alle heilen. Sehr schön. Ihr habt VIP. Und als VIP dürft ihr hier schön drin gehen, ja? Passt so wie ihr. Nur euer VIP ist natürlich besser. Geist. So, nicht schlimm. Ist halt so, passiert halt. Informationen, eine Menge Informationen. Oh Gott, ich glaube, das Level ist ein bisschen groß. Ich glaube, wir brechen das Level ab. Okay. Ja, nicht. Nichts mehr zu forschen. Da ist eine Menge Gegner. Ich
mach die mal rein. Oh, sind ein paar viele Gegner. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh ja, habe ich ganz den Dicken verloren, leider. Jetzt ein Teufler. Ich nehme aus dem die mit. Heilige sind das für die Gegner. Und ich kann die nicht mal aufgeben, weil hier so viele Gegner sind. Weil ich gerade einen Gegner hier gegen. Das Level müssen wir nicht mal neu machen. Außer ich bekomme eine Menge von den Viechern, aber ich glaube es ja nicht. Okay. Vampire züchten eigentlich. All die ganzen Leichen gerade hier. So, wir haben so viele Leichen auf dem Boden. Eigentlich ist nur wichtig, dass, hier, dass diese drei hier leveln können. Aber ohne Geld wird das halt nichts, ne? Ich werde eigentlich auch hier das Zeug aufmachen. Der hat eh alles benutzt, so gesehen. Was haben die denn hier? Hier kommt noch der Ding. Ja gut, ich kann nicht leveln eigentlich noch. Also eigentlich schafft, kann ich das doch noch schaffen, easy. Vampir, sehr gut. Du kannst rein. Ich glaube, hier lasse ich aber zum Skeletten werden, oder nicht? Nicht gegenseitig, nicht gegenseitig fighten, sondern leveln. 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 Du? Wo auch immer ihr hin wollt. Die Tür aufhauen, okay, von mir aus. Haben wir hier? Heldenraub, ui. Hier haben wir in die Falle, okay. Euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Ihr habt einen Helden verhext. Ach, ein Level 6er Bogenschütz, nicht schlecht. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Zack, aber ich habe eh kein Geld dafür eigentlich zu trainieren. Echt dumm, was ich mache, sag mal. Verkauft man das lieber? Mach stattdessen lieber sowas hier hin. So groß es jetzt geht. Der Ritter kommt. Da sind nochmal welche. Okay, alles klar. Okay. Oh je. Sieht nicht so gut aus für mich. Die bekämpfen sich erstmal gegenseitig. Was ist das denn? Nicht gegenseitig bekämpfen, sondern hier fighten. Ja, ich höre, es gibt Serverprobleme. Was ist Serverprobleme, Dragos? Was ist Serverprobleme? Noch jemand? Das war nur einer.
Der war noch relativ nett, ne? Der war noch relativ nett. Warum hat denn der nur in Spam Der war ja noch okay. Okay, ist gelöscht, ist gebannt. Okay, jetzt habe ich hier, aber. Ja, können ruhig ärgerlich werden, ist mir egal. Mein Gefängnis ist so klein. Okay, langsam werden Skelette. Langsam werden Skelette. Okay, die werden Skelette, perfekt. Das passt. Guck mal, hier ist genug Geld, Leute. Wenn ihr Geld wollt, dann nehmt das mal wie vom Boden ab. Danke fürs Sagen, Dragos. Okay. Wer von euch ist ärgerlich, ihr komischen Leute? Du, also ich nehme Geld. Gegenseitig bekämpfen, das ist auch so luschig eigentlich. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kein Problem, sowas ist nun mal sehr unangenehm zu sehen. Ja, eins auch. Danke, dass du gesagt hast, ja. Den Bogenschützen nicht gerne. Hey Ketchup, bin aber im Lurk. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß. Habe ich auch. Danke, Tategami, dass du da bist. Im Lurk, danke schön. Das freut mich. Also. Wir können hier rein. Danke, dass ihr alle da seid, heute wieder. Zack. Ich werde kaum Minions gerade, ne, das Problem. Ja, kann ich mir gerade nicht leisten, sag grad so. Ich höre hier irgendwas. Sind alle leider. Ich hätte doch hier irgendjemand. Geh mal weg, gut den Jagd ja recht lange, dass du lange da warst, ja? Das da mit dem ist ja wieder da. Horny, ah, okay. Danke für die Wanknauti. Ja, bin gerade beschäftigt. Ich merk's, ne? Mich hier mit Stickern voll machen. Ich merk schon. Skelett wieder auferstanden. Okay, dann machen wir so eine Skelett-Armee anscheinend. Problem, ich hab kein Geld mehr. Doch kein Geld. Könnte höchstens hier verkaufen. Ich mach mal eben die Laster hier weg. Ich geh einfach rein, Leute. Ich geh einfach rein. Entweder wir verrecken oder wir schaffen es. Ne? Wir gehen einfach rein jetzt. Wir gehen einfach rein. Ohne Rücksicht auf Verluste. Okay, das war nicht so geil, das wie hier hinzuschmeißen, aber es geht noch. Bin gerade beschäftigt. Ja, alles gut. Kein Problem, ihr könnt ja auch hier im Lurk bleiben. Lurk ist auch ein Support hier. Ne, niemals vergessen.
Wir gehen hier rein, Leute. Wir gehen hier komplett rein. Ich mache das Ding hier aus. Und das wird das letzte, was wir heute tun. Und rein da. Naja, manche gehen da lang. Dann gehen wir da lang, komm. Ey Leute, hier bleiben. Okay, rein da. Da ist ein Level 8 Samurai. Ui. Ja, das wird ein bisschen schwer, glaube ich. Ich könnte natürlich auch langsam machen und einen Raum nach dem anderen machen. Und die ganzen Leute hier für mich holen. Aber ich werde mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Einfach mal so reinzurennen. Mit dem, was wir jetzt gerade haben. Kreatur wiederbeleben. Ui. Guck mal, hier hätten wir auch Skelette. Wenn ich jetzt einen Imp hinsetze. Ja, dann macht er schon. Okay, perfekt. Ich brauche ein bisschen Geld. Warum ist hier. Warum sind hier zwei hochlevelige? Bogenschützen. Ich glaube, ich habe vergessen, hier runter zu scrollen und alle mitzunehmen oder sowas. Oh, was ist denn hier los? Warum kommen jetzt die Gegner an? Während ich hier reinrennen. Das siehst du praktisch gerade. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ah, sieht eh nicht so gut aus, sehe ich gerade. Ja. Weil ich habe eine große Skelett-Armee eigentlich. Wobei. Ach, oh Gott. Okay. Okay, alles klar. Ich glaube, die überrumpeln mich hier gerade. Das machen wir nicht mal besser, Leute. Das machen wir nicht mal besser. Aber. Jetzt spielen wir was anderes. Jetzt zocken wir was anderes. Ein bisschen. Mach Sunshine. Ne? Ein bisschen was Spannenderes, glaube ich, für euch. So. Empire, ja. Okay, dann.